Ja, mein Thema lautet öffentliche Sicherheit in herausfordernden Zeiten. Und natürlich sind es herausfordernde Zeiten. Und zwar in der ganzen Welt. In Syrien, Russland, Ukraine, Terror, damit will ich beginnen, Flüchtlinge und es gibt keine Chance, dass wir als Insel der Seligen davon nicht irgendwie befasst werden. Wir müssen damit umgehen und wir werden damit umgehen, wir machen das verantwortungsvoll. Die Zeiten sind auch für Deutschland schwierig, auch für die Regierung schwierig. Viele in der Bevölkerung sind verunsichert, haben Fragen, das ist sicher auch hier so. Ich vermute mal, wenn wir vor einem Jahr so eine Veranstaltung gemacht hätten, wären wir hier zu 30 gewesen. Der positive Nebeneffekt all dessen, was wir jetzt erleben, ist, dass die Bevölkerung politischer diskutiert als noch vor einem Jahr oder zwei. Das ist schon mal gut für eine Demokratie. Da vergreifen sich manche im Ton, aber alles in allem ist das wenigstens mal, glaube ich, eine positive Entwicklung. Nun, Herr Jock hat das gesagt, er wollte nicht alle schwierigen Themen aufmachen. Ich werde trotzdem keiner Frage ausweichen, die Sie stellen, aber ich will mich jetzt mal auf den Bereich Sicherheit konzentrieren. Das ist zunächst der internationale Terrorismus. Das ist etwas, was wahrscheinlich auf unabsehbare Zeit uns beschäftigen wird. Terrorismus heute ist auch, terroristische Anschläge sind leider leicht vorzubereiten und nicht so teuer. Ja, ein Angriff auf ein Flugzeug am 11. September bedarf einer hohen logistischen Vorbereitung. Muss jemand einen Flugschein machen, man muss sich genau überlegen, wo fliege ich in das Haus, damit du zusammenstirbst. Machen Sie mir schnell ein Wasser. Oh ja. Dann ist das so, eine Kalaschnikow zu kaufen. Auf dem Schwarzmarkt und ein paar Leute niederzumähen oder eine Bombe zu bauen und ein Auto in die Luft zu jagen vor unschuldigen Menschen, erfordert leider keinen großen Aufwand. Und deswegen ist das ein großes Problem. Wir sind in Deutschland bisher von einem großen Anschlag verschont geblieben, obwohl wir auch an meinem letzten Amtstag meiner ersten Amtszeit haben wir ein Attentat auf einen amerikanischen Soldaten in Frankfurt am Flughafen gehabt, Sie werden sich erinnern, und es ist nur des technischen Versagens der Pistole zu verdanken, dass es dort nicht mehr Tote gegeben hat. Das ist wahr, in Deutschland haben wir das noch nicht erlebt. Aber ich war im letzten Jahr am Strand von Tunis und habe deutsche Opfer beklagt und ich war vor einigen Tagen in Istanbul Sultan Ahmed Platz und habe 11, zunächst 10 und dann 11 deutsche Tote beklagt und die Verwundeten im Krankenhaus besucht. Und wir haben erlebt die Absage des Länderspiels in Hannover und wir haben erlebt die Terrorwarnung in München Silvester. Was kann man nun tun? Zunächst, wir müssen uns so gut vorbereiten, wie es irgend geht. Das tun wir national, indem wir Gesetze geändert haben, bis hin zur Vorratsdatenspeicherung. Das tun wir europäisch, indem wir auch dort Gesetze und Verordnungen ändern. Da haben wir zum Beispiel jetzt nach vielen, vielen Jahren das sogenannte PNR-Abkommen, das Europäische Fluggastdatenabkommen, abgeschlossen. Das bedeutet, dass diejenigen, die nach Europa fliegen, alle Passagiere, dann abgeglichen werden mit unseren Fahndungsdaten, ob dort ein Problem entsteht. Natürlich gab es Datenschutzbedenken, deswegen haben die Fahndungen so lange gedauert, aber sie haben wir jetzt im Lichte auch der Anschläge gelöst bekommen. Und das ist ein großer Fortschritt. Was wir vor allen Dingen brauchen, ist Informationsaustausch.
Wir hatten bei den Terroristen in Paris, Sie werden das in der Zeitung gelesen haben, zwei Attentäter, neben denen Pässe lagen und deren Fingerabdrücke ergeben haben, dass sie über Griechenland nach Europa eingereist sind als Flüchtlinge. Und diese waren dann registriert. Wir haben sogar die Vermutung, dass sie extra sich haben registrieren zu lassen, um sozusagen das Flüchtlingsthema und das Terrorismusthema miteinander zu vermischen. Denn sonst wurden in Griechenland zu der Zeit nicht so viele registriert. Dass ausgerechnet die beiden dort und noch dreimal unterwegs auch registriert wurden, wirft schon Fragen auf. Aber egal. Fakt ist jedenfalls, dass es nichts nützt, wenn in Griechenland oder Italien oder Kroatien oder auch in Deutschland jemand registriert wird und die Daten werden nicht ausgetauscht. Und das ist jetzt schon besser geworden nach den Anschlägen von Paris im Januar und im November und auch da müssen wir weiter vorgehen. Also dass wir zum Beispiel die Daten des Schengener Informationssystems und die Visa-Informationsdatei und Eurodac, das sind die Flüchtlingsdaten, miteinander vermischen. Und das nächste, was wir brauchen, ist Austausch mit den internationalen Partnern. Sie können sich vorstellen, dass die Türkei, dass die Amerikaner, dass die Israelis in der Region im Nahen Osten bessere Informationsquellen haben als wir Deutschen. Ich sag mal, spreche mal ganz neutral von Informationsquellen. Sie können sich den Rest denken. Und wir sind natürlich darauf angewiesen, dass dann diese Partner uns auch sagen und mitteilen, wenn sie den Verdacht haben, dass irgendjemand etwas im Schilde führt. Das ist der Informationsaustausch zwischen Nachrichtendiensten. Da ist vieles umstritten. Aber ich kann nur sagen, ein solcher Informationsaustausch mit Nachrichtendiensten, auch von Staaten, die im Übrigen nicht vollständig unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung entsprechen, ist nicht zu kritisieren, sondern ist für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ausschlaggebend. Fast jede Woche verhaften wir Menschen und hindern sie an der Ausreise oder verhaften sie bei der Wiedereinreise aufgrund von Hinweisen auch ausländischer Nachrichtendienste und der tüchtigen Arbeit unserer Sicherheitsbehörden. Und dann braucht man im Kampf gegen den internationalen Terrorismus natürlich eine gute Behördenstruktur, gute Informationsabläufe bei uns und auch Personal. Mehr Personal, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Deswegen haben wir im Lichte der Anschläge und der terroristischen Gefahr auch im Bund die Stellenzahl für Polizisten, auf andere komme ich gleich noch, aber auch des Bundeskriminalamts, auch des Bundesamts für Verfassungsschutz, erheblich erhöht. In einem Sicherheitspaket, was Wolfgang Schäuble und ich verhandelt haben, um mehr Sicherheit für Deutschland zu erreichen. Und was man noch braucht, ehrlich gesagt, ist ein bisschen Glück. Und das hatten wir. Und mögen wir weiter solches Glück haben. Aber ich kann es Ihnen nicht versprechen. Schlimm genug. Es gibt keinen einzigen Innenminister, keinen einzigen Polizisten auf der ganzen Welt, der irgendwo versprechen könnte, dass es keinen Anschlag gibt. Was wir tun können, und wenn ich es täte, würden Sie es mir gar nicht glauben. Was ich tun kann, was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass wir das uns Menschen Mögliche tun, damit es nicht in Deutschland und anderswo zu Anschlägen kommt. Das tun wir. Und mit voller Kraft und mit vollem Ernst. Und zwar so, dass wir unser grundsätzliches Leben nicht verändern. Natürlich sind Menschenansammlungen gefährdeter als da, wo keine Menschenansammlungen sind. Ist doch klar. Aber deswegen wollen wir doch nicht Menschenansammlungen vermeiden. Deswegen wollen wir doch vom Goldenen Anker das Weinfest in Radebeul feiern. Wollen Fasching feiern. Wollen am 3. Oktober zusammen feiern. Wollen Demonstrationen machen. Wollen uns politisch engagieren, auf den Straßen und Plätzen und nicht aus Angst vor Terror zurückweichen. Natürlich, wenn dann Terrorwarnungen kommen, muss man verantwortungsvoll damit umgehen. Das tun wir. Uns fallen dann die Absagen solcher Großveranstaltungen nicht leicht.
weil man letztlich immer das Geschäft derer betreibt, die eine solche Drohung in Gang setzen. Aber insgesamt wollen wir nicht zurückweichen in unserem freiheitlichen Leben, in unserem Land und versuchen, auf diese Weise mit dem Terror umzugehen. Soweit dazu. Sicher gibt es dazu auch nachher Fragen. Jetzt zu anderen Themen der öffentlichen Sicherheit in unserem Land. In herausfordernden Zeiten heißt unser Thema. Und da ist es auch so, dass das politische Klima, Gewalt, Hass und andere Themen, die uns Sorgen machen, gerade im letzten Jahr zugenommen hat. Und das hat nicht nur mit dem Thema Flüchtlinge zu tun, auf das ich gleich komme. Denken Sie an die gewalttätigen Demonstrationen von Linksextremisten bei der Eröffnung der Europäischen Zentralbank. Eine unglaubliche Gewaltorgie. Denken Sie an das, was sehr häufig mitten in Sachsen, in Leipzig, im Stadtteil Konnewitz stattfindet. Dort hat sich eine Gewaltszene gesammelt, die fast genauso schlimm, manche sagen schlimmer ist, als manche Stellen in Berlin oder in Hamburg. Rechts wie links. Oder denken Sie an Gewalt um das Thema Fußball. Fast die Hälfte der Einsätze der Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei, kreisen um das Thema Fußball, nicht um das Thema Flüchtlinge. Am allerwenigsten inzwischen in Stadien, aber unterwegs. Sonst Demonstrationen natürlich, Pegida, gegen Pegida, für Flüchtlinge, gegen Flüchtlinge aller Art, die natürlich auch Polizeikräfte binden und wo es rundherum auch Auseinandersetzungen gibt. Deswegen ist sozusagen das gesellschaftliche Klima in Deutschland rauer geworden. Und das ist etwas natürlich, was Menschen, die sich für Sicherheit verantwortlich fühlen, beschäftigt und beschäftigen muss. Hinzu kommt eine Verrohung der Sprache, die natürlich, wie wir wissen, manchmal den Boden bereitet für Gewalt. Wenn Sie sehen, wie zum Teil in Leserbriefen der Zeitung, im Internet, unter uns Bürgerinnen und Bürgern umgegangen wird, in einem Sprachgebrauch, in einem Sprachniveau, das ich mir vor ein oder zwei Jahren nicht hätte träumen lassen, dann zeigt das, dass da etwas nicht mehr in Ordnung ist in unserem Land. Und das müssen wir besprechen und angehen, was das heißt. Aber Politiker tragen mit dazu bei, wenn ich mal... Wir kommen gleich. Wir können gleich. Sind Sie so nett, ihn mal zu Ende reden zu lassen? Sie haben dann Zeit. Wir haben gesagt, dass Sie dann fragen können. Eine gewisse Ordnung würde ich auch das gehört zu. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie die erste Wortmeldung übernehmen. Ja, gerne. Dagegen. Also, dann lassen Sie mich erstmal einmal. Ja, ich habe auch Emotionen. Lassen Sie mich einmal zu Ende führen. Ich will nicht zu lange reden. Ich habe jetzt. Moment, wir haben jetzt 17 nach 6, wir machen bis halb 8, wir haben über eine Stunde Zeit zur Diskussion, keine Sorge. Trotzdem kann ich sagen, egal was Politiker tun, egal was Presse schreibt, egal wie sich Mitmenschen verhalten, egal ob man empört ist oder nicht, es gibt ein Niveau des Umgangs miteinander, das ist unserer Demokratie nicht würdig. Und dieses Niveau wird zu häufig überschritten in unserem Land, meine Damen und Herren. Von rechts wie links, von oben bis unten. Und das ist nicht in Ordnung. Wenn Politiker sich im Ton vergreifen, ist das genauso nicht in Ordnung. Ja, vielleicht schlimmer wird hier gesagt, der Zwischenruf. So, nun ein paar Hinweise, wo ich jetzt im besonderen Sorgen habe, neben dem Fußball und neben anderen Elementen. Da ist einmal das Thema Gewalt und Straftaten gegenüber Asylbewerbern und Asylbewerberheimen. Dort haben wir einen Anstieg von das fünfmal so viel im Jahr 2015 wie 2014.
Und da rede ich jetzt nicht nur über Bespucken und Beleidigen, sondern ich rede über Brandsätze, ich rede über Mordversuch, ich rede auch über Handgranaten. Und wenn das ein Streit zwischen Sicherheitsbehörden war, macht die Sache nicht besser. Ich rede über schwere Körperverletzungen und vieles andere mehr. Und da sage ich, bei aller Kritik an Asylpolitik, es geht nicht, dass wir in einem Jahr eine Verfünffachung von Straftaten und Gewalt gegen Asylbewerber und Asylbewerbereinrichtungen haben. Das geht nicht. Straftat ist Straftat. Körperverletzung ist Körperverletzung, mit welchem Motiv auch immer. Das geht so nicht. Und sehen Sie, es gibt so eine Nein-Aber-Argumentation. Und die kann ich nicht akzeptieren als Innenminister. Wie lautet die Nein-Aber-Argumentation? Nein, ich bin ja gegen Gewalt. Aber man muss verstehen, die Politik der EZB, die ist so kapitalistisch und die ist ganz furchtbar. Und deswegen muss man Verständnis dafür haben, wenn dann Demonstranten anlässlich der Öffnung der EZB Gewalt anwenden und sich das auch gegen Polizisten richtet. An sich bin ich gegen Gewalt, aber ich habe Verständnis. Das geht so nicht. Oder umgekehrt, ich komme so, geht es auch nicht, dass man sagt, nein, ich bin gegen Gewalt. Aber weil wir so viele Flüchtlinge haben, muss man doch Verständnis haben, wenn Gewalt ausgeübt wird. Das geht so nicht. Es gibt keinen Grund in unserem Land gegen irgendjemand, und wenn er sich hier illegal aufhält, Gewalt anzuwenden. Das ist das Ende eines Rechtsstaats und einer geordneten Gesellschaft, wenn jeder glaubt, er könne selbst Gewalt ausüben und sich da auf politische Begründung berufen. Das geht nicht. So, jetzt rede ich über, also das ist sozusagen der Anstieg von Gewalt gegenüber Asylbewerbern und Asylbewerbern. Das haben wir sauber gezählt und ermittelt. Was wir nicht hatten ist, was ist denn eigentlich mit der Kriminalität von oder durch Asylbewerber? Und deswegen habe ich im letzten Oktober dort ein sogenanntes Lagebild in Auftrag gegeben, was wir jetzt nach und jeden Monat sozusagen vertiefen. Die Datenlage, die Methode ist ein bisschen schwer, das war nicht gewöhnt, dass man das so zählt. Deswegen ist die Zuverlässigkeit noch nicht so ganz klar wie bei den anderen Straftaten, die wir sonst in der polizeilichen Kriminalstatistik vorstellen. Aber das Ergebnis ist schon ziemlich eindeutig, was die Daten angeht. Und das will ich Ihnen auch vortragen. Da ist es so, wenn ungefähr 1 Million Menschen mehr in dem Land leben, steigt die Kriminalität. Da gibt es nichts drum zu reden, das ist so. Zweiter Fakt, da ein nicht unerheblicher Anteil derjenigen Flüchtlinge, die kommen, in einem Alter ist, in dem auch Deutsche straffällig werden, straffälliger als andere, haben wir dort noch einen höheren Anstieg. Also ein deutscher 35-Jähriger ist statistisch mehr Straftaten als eine 60-jährige deutsche Frau. Aber vielleicht nicht als Gast? Ich komme ja auf den Punkt. Lassen Sie mich doch mal jetzt mal die Zahlen nüchtern entwickeln. Das heißt, wir haben dort, wenn man das berücksichtigt, auch einen überproportionalen Anstieg von Kriminalität. So. Das ist nicht gut. So. Allerdings muss man jetzt zwischen den Asylbewerbern sehr unterscheiden, das zeigt unser Lagebild auch. Wer wird dort in besonderer Weise straffällig? Erstens, diejenigen, die aus Syrien kommen und aus Afghanistan kommen, werden weit unterproportional straffällig. Sehr viel weniger, fast gar nicht. Aber diejenigen, die aus den Westbalkanstaaten kommen und diejenigen, die aus den nordafrikanischen Staaten kommen, Sachsen ist das besonders Tunesien, in Nordrhein-Westfalen ist es besonders Marokko, haben wir einen erheblich überproportionalen Anstieg der Kriminalität. Dann muss man unterscheiden, ein nicht unerheblicher Teil der Straftaten von Asylbewerbern findet statt in Erstaufnahmeeinrichtungen oder wo Täter und Opfer Asylbewerber sind. Macht die Sache nicht schöner, muss man aber auch nur wissen. Schlägereien in der Erstaufnahmeeinrichtung,
Messerstechereien zwischen Asylbewerbern und Ähnliches. Auch das ist, nimmt einen sehr hohen Anteil, an. So, mit anderen Worten, sowohl durch Straftaten gegenüber Asylbewerbern als auch durch einen Anstieg von Straftaten von Asylbewerbern haben wir ein zusätzliches Sicherheitsproblem in Deutschland, keine Frage. Was muss man da tun? Und dann will ich auch aufhören und dann diskutieren. Das Erste ist, auch dafür brauchen wir mehr Polizei. Die Zeit des Personalabbaus im Blick auf Polizisten ist vorbei und sollte vorbei sein. Da hinten steht Wolfgang Voss, wenn er noch da ist. Der hat einer Kommission angehört, die auch für Sachsen den Polizeibedarf berechnet hat. Und ich bin gespannt, was jetzt hier in Sachsen dazu entschieden wird. Ich kann Ihnen aber berichten, was der Bund entschieden hat. Der Bund hat entschieden, dass wir für die Bundespolizei 3.600 zusätzliche Polizistenstellen schaffen. Das ist, so groß ist die Bundespolizei gar nicht, obwohl sie Bundespolizei heißt. Die Bundespolizei hat sozusagen an Uniformierten 30.000, 35.000 Beschäftigte. Also 3.600 ist eine Größenordnung von ungefähr 10%. 10% in einer Entscheidung zusätzlich. Jetzt können Sie mal in Sachsen rechnen, was das hieße, und mehr sage ich dazu nicht. So, natürlich wissen wir, dass die Polizisten erst ausgebildet werden müssen, bis sie da sind. Aber das kann ja kein Gegenargument dafür sein, jetzt neue Polizistenstellen zu schaffen. Das will ich natürlich auch mal sagen. Also wir brauchen mehr Polizistenstellen. Was wir zweitens brauchen, ist eine gute Ausstattung. Das hat zu tun mit Schutzwesten und vielen anderen mehr. Und was wir drittens brauchen, sind gute Gesetze. Und viertens eine gute Anwendung von Gesetzen. Ich komme jetzt mal auf den Punkt der Gesetze. Da ist es so, dass wir einen erheblichen Anstieg von Straftaten gegenüber Polizisten haben. Und sogar gegen Rettungskräfte, Rotkreuz und Ähnliches. Und deswegen haben wir die Strafbarkeit bei Straftaten gegenüber Polizisten massiv erhöht. Und ich hoffe, das hat eine gewisse Wirkung. Das Zweite ist, dass wir bei Angriffen gegen Asylbewerber und Asylbewerbereinrichtungen brauchen wir, glaube ich, keine großen Strafbarkeitsverschärfungen, Mordversuch, schwere Körperverletzungen und so weiter. Das ist ausreichend genug bestraft. Da muss man auch Täter aufklären und schnell bestrafen. Was die Straftaten durch und von Asylbewerbern angeht, so gilt das Ähnliche. Wo wir aber einen Mangel hatten, ist die Frage der Ausweisung. Denn es kann ja nicht richtig sein, dass ein Asylbewerber herkommt und ob jetzt der Asylantrag berechtigt oder nicht ist oder nicht, Straftaten hier begeht und das keine Auswirkungen auf sein Asylverfahren oder auf seinen Aufenthalt hier hat. Und deswegen haben wir, ich habe heute das Gesetz eingebracht im Bundestag, wenn Sie nachher nach Hause kommen, Nachrichten sehen, dann werden Sie davon sicher noch hören oder haben es heute schon im Radio gehört. Ich habe heute das Asylpaket 2 eingebracht als Gesetzentwurf. Nächste Woche wird es verabschiedet in einem sehr schnellen Verfahren. Und dazu gehören auch Veränderungen von Ausweisungsregeln. Bisher ist es so, dass die Hürden sehr hoch sind. Man braucht zum Beispiel, damit der Asylstatus nicht angetastet wird, eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren, bevor der Asylstatus nicht anerkannt wird. Und bis man in Deutschland mal für 3 Jahre verurteilt wird, ohne Bewährung, das ist schon ziemlich, da muss es schon weit kommen. Deswegen senken wir das jetzt ab. Und zweitens, schon bei Serientätern, also auch dem Ladendieb, bei jeder Form von sexueller Nötigung, bei Angriffen auf Polizisten und damit verbundenen Freiheitsstrafe, auch wenn sie zur Bewährung ausgesetzt wird, gilt, wenn das Gesetz in Kraft tritt, dass es ein schwerwiegendes Interesse an der Ausweisung dieses betroffenen Ausländers oder Asylbewerbers bedeutet. Das ist auch eine Konsequenz aus Köln, aber es ist eine notwendige Konsequenz. Aber die muss man dann noch nun wird gesagt, ja, was nützt die Ausweisung, wenn nicht abgeschoben wird? Das war ja gar nicht. Deswegen versuche ich es ja zu entwickeln. Dazu ist mein erstes Argument,
was nützt die Abschiebung, wenn ich keine Ausweisungsverfügung habe? Also muss erstmal die Ausweisung da sein, deswegen ist das mal eine wichtige Maßnahme. Eine wichtige Maßnahme. Damit habe ich noch nicht abgeschoben. Deswegen müssen wir auch an den Abschiebungen etwas tun. Wir haben in Deutschland die Zahl der Abschiebungen im letzten Jahr verdoppelt, die Zahl der freiwilligen Rückkehrungen ebenfalls verdoppelt. Das ist gut, aber noch nicht ausreichend. Wo liegen nun die Gründe für eine mangelnde Abschiebung? Da gibt es eine Reihe von Gründen. Ein Grund, einer der wesentlichen Gründe ist medizinische Abschiebehindernisse. Und damit meine ich jetzt nicht echte schwere Krankheiten, wo jemand nicht transportfähig ist oder in dem Heimatland überhaupt nicht behandelt werden kann. Da wird es weiterhin dabei bleiben, dass in diesen Fällen wir medizinische Abschiebehindernisse haben. Wir haben aber ganz viele Fälle, wo medizinische Abschiebehindernisse nur vorgeschoben werden. Zum Beispiel ein sogenanntes Vorratsattest. Das heißt, in der Schublade liegt ein Attest und im Fall der Abschiebung wird es hervorgeschoben, sagen hier, ich bin transportunfähig. Bevor wir jetzt die Asylbewerber damit kritisieren, was ich trotzdem tue, könnte man einmal darüber nachdenken, wer eigentlich diese Atteste alles ausstellt, meine Damen und Herren. Und das sind am allerwenigsten syrische oder afghanische Ärzte. Wollte ich nur einmal ein bisschen selbstkritisch hier, dass wir hier nicht zu selbstgerecht werden, auf jemand anders kommt. Das wissen wir nicht. Ja, ich wollte es nur einmal vorbeugend sagen. So. Und dann gibt es noch etwas Zweites, dass nach unseren bisherigen Regelungen das medizinische Niveau in dem Land, in das abgeschoben oder zurückgeführt werden soll, fast gleich hoch sein muss wie unseres. Da unseres aber ziemlich hoch ist, können Sie sich vorstellen, dass die Abschiebehindernisse ziemlich hoch sind. Und deswegen ist in dem Asylpaket, Asylpaket 2, was ich heute vorgestellt habe, wir haben viel zu viel über Familiennachzug geredet. Viel wichtiger sind diese anderen Bestimmungen, die ich jetzt sage. In diesem Asylpaket 2, von dem wir hoffen, dass es Ende nächster Woche in Kraft tritt, werden wir einen wesentlichen Teil dieser medizinischen Abschiebehindernisse beenden, indem diese Vorratsatteste nicht mehr stattfinden, indem an die Qualität der Atteste bestimmte Anforderungen gestellt werden und vieles andere mehr. Und wir schreiben in das Gesetz rein, dass das medizinische Niveau in dem Land, in das abgeschoben werden muss, ausreichend sein muss, aber nicht annähernd auf dem Niveau Deutschlands bleiben muss. Auch das ist ein wesentlicher Punkt. Damit nehmen wir einen nicht unerheblichen Teil der Abschiebehindernisse. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Abschiebehindernisse bestehen auch dann, dass die Betroffenen ihre Pässe wegwerfen. Und sagen, ja, ich komme, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Land ich komme. Oder ich habe vergessen, aus welchem Land ich komme. Oder jedenfalls komme ich nicht aus dem Land, wo überhaupt ich das komme. So, und ich komme gleich auf die anderen Länder in dem Zusammenhang, aber zunächst muss man dann feststellen, wo die Nationalität herkommt. Auch da haben wir sowohl im Asylpaket 1 als auch im Asylpaket 2 jetzt folgende Regelung. Nach dem Asylpaket 1 kann, das muss allerdings dann auch gemacht werden in den Ländern, kann sofort das Handy eines solchen Betroffenen ausgelesen werden. Das heißt, man nimmt das Handy, guckt, wo die Verbindungen sind, wer mit wem telefoniert und blitzschnell weiß man, aus welchem Land man kommt. Dass nach dem Asylpaket 2 können diejenigen, die im Verfahren sich verweigern, indem sie täuschen, indem sie ihre Pässe wegwerfen, indem sie nicht mitwirken, kommen sie in bestimmte Aufnahmeeinrichtungen, 5 haben wir vorgesehen, 1 in Manching, 1 in Bamberg, und dort gibt es ein besonders schnelles Verfahren und dann wird von dort abgeschoben aus einer solchen Einrichtung. Auch das Gegenstand vom Asylpaket 2. Also wir haben schon auf Ihren Zwischenruf Ausweisung, alleine ist schön und gut, was ist mit der Abschiebung, haben wir jetzt also schon 3 Dinge in Angriff genommen, die bestimmte Abschiebehindernisse wegnehmen. Bleibt das 4., was ist mit dem Land, was sagt, ich nehme den aber nicht. Oder stelle ihm keinen Pass aus. Das ist ein besonderes Thema, was wir jetzt etwa in Tunesien haben.
Und da muss man natürlich mit den Ländern reden. Ich habe das, wir haben, Herr Steinmeier und ich haben das gemacht, was die Westbalkanstaaten angeht. Mit dem Erfolg, dass jetzt alle Westbalkanstaaten, alle akzeptieren, dass wir ein sogenanntes EU-Laissez-Passer-Verfahren machen, passieren lassen, wo wir ausschreiben, der und der verlässt unser Land, soll nach Kosovo oder Albanien oder Serbien, und dieses Dokument wird von diesen Staaten akzeptiert. Das heißt, kommt es gar nicht mehr darauf an, ob jemand einen Pass hat. Ein Riesenfortschritt. Nächstes Land, Afghanistan. Afghanistan ist deswegen wichtig, weil Afghanistan auf Platz 2 oder 3 der Herkunftsländer steht. Wir haben 154.000 Menschen aus Afghanistan jetzt hier seit dem letzten Jahr. Sie haben mitbekommen, dass ich in Afghanistan war vorletzte Woche. Ich habe mit dem afghanischen Präsidenten, dem Innenminister und vielen anderen geredet und habe gesagt, aus vielerlei Gründen, wir wollen es nicht. Ihr müsst auch eure eigenen Leute zurücknehmen. Und auch da, und das hat der Präsident Ghani in einem Interview der Süddeutschen Zeitung jetzt vor kurzem auch nochmal bestätigt, ist Zustimmung auch der afghanischen Seite, dass sie ihre eigenen Staatsbürger zurücknimmt, wozu sie auch völkerrechtlich verpflichtet sind. Ich habe ihnen gesagt, es kann nicht sein, dass deutsche Soldaten und deutsche Polizisten da sind, um eure Sicherheit zu verbessern. Und eure jungen Menschen gehen weg, und wenn sie zurückkommen, nehmt ihr sie nicht zurück. Das ist nicht in Ordnung. Werden wir jetzt möglicherweise noch im Februar beginnen mit Rückführung nach Afghanistan. Nicht in alle Gebiete. Afghanistan ist kein sicheres Herkunftsland, aber in sichere Gebiete. Da geht es. So, dann bleibt das wichtige Thema Marokko, Tunesien, Algerien. Da ist es schwieriger. Wir sind in ganz guten Gesprächen mit diesen Ländern. Die wollen natürlich letztlich auch nicht, Marokko ist ein Touristenland, die wollen sich natürlich auch nicht ihren Ruf sozusagen zerstören lassen dadurch, dass jetzt alle auf Marokko schimpfen und alle sagen, alle marokkanischen jungen Männer sozusagen belästigen oder noch Schlimmeres mit Mädchen in Deutschland oder jungen Frauen. Also sind sie jetzt plötzlich kooperativ nach Köln? Okay, das nutzen wir jetzt. Ich werde Ende Februar, Anfang März in diese drei Länder fahren. Markus Ulrich wird dabei sein. Er hat mich gebeten mitzukommen, in Sonderweg Tunesien. Und dann werden wir diese Fragen besprechen und verlangen, dass auch die überproportional straffälligen, die Zahl absolut ist gar nicht so hoch, der Marokkaner, Algerier und Tunesier und Fernsehen, aber sind ein besonderes Ärgernis, weil viele von ihnen straffällig werden, dass sie ihre Menschen zurücknehmen. Die Gespräche sind vielversprechend, mehr will ich dazu nicht sagen, ich werde das dann erst treffen, wenn ich wiederkomme. Aber dazu gibt es noch einen wichtigen Punkt, dass ich der Auffassung bin und genauso der Außenminister, dass dann, wenn ein Staat nicht bereit ist, seine eigenen Staatsbürger zurückzunehmen, wozu er völkerrechtlich verpflichtet ist, das Auswirkungen haben muss auf sonstige Politikfelder. Oder auf Deutsch gesagt, man kann nicht verlangen, dass wir in solche Länder große Summen von Entwicklungshilfe zahlen, wenn sie nicht mal bereit sind, ihre eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. Das ist, machen fast alle Länder Europas so. Wir haben es bisher nicht so gemacht, weil die Entwicklungshilfeminister dagegen waren. Mit der Begründung, es kann doch nicht sein, dass ich einen Brunnen weniger baue oder eine Schule weniger baue für arme Menschen in einem Land, nur weil die Regierung sich schofelig verhält. Das ist kein schwaches Argument, und trotzdem finde ich, wichtiger ist jetzt, dass wir diesen Staaten sagen, ihr seid verpflichtet, eure Staatsbürger zurückzunehmen, und dann wird der Schulbau eben 2 Jahre zurückgestellt, bis ihr euch angewöhnt habt, eure eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. Bin ich richtig. So, also mit anderen Worten, ich breche jetzt ab, damit wir noch Zeit haben zu diskutieren. So schwierig all diese Themen sind, das Flüchtlingsthema insgesamt, es hat sicherheitsrelevante Punkte, und wir sind jetzt dabei, Punkt für Punkt ein wesentlicher Teil dieser Punkte abzuarbeiten. Insbesondere da, wo wir in der Vergangenheit zu großzügig waren und angesichts der Größe der Zahl von Flüchtlingen jetzt nicht mehr so großzügig sein können. Wir haben jetzt in den letzten 4 Monaten Asylgesetze verschärft, die in den letzten 20 Jahren nicht. Als ich das erste Mal Innenminister war, 2010, hatten wir 40.000 Asylbewerber im ganzen Jahr. Die Zahl von diesem Jahr, vom letzten Jahr kennen Sie.
Und deswegen ist es richtig, dass wir diesen Weg weitergehen. Andere Themen zum Flüchtlingsthema habe ich jetzt nicht angesprochen, vielleicht kommen wir noch darauf. Ich habe jetzt eben überwiegend zum Sicherheitsthema gesprochen. Aber wir wollen trotz der schwierigen internationalen Lage, trotz Terror und trotz Flüchtlingen und trotz steigender Kriminalität und steigender Gewalt, wir wollen, dass unser Land anständig miteinander umgeht, dass wir Straftäter bestrafen und dass wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft nicht aufs Spiel setzen. Dankeschön. Ich habe gesagt, Sie sollen der Erste sein. Ja. Normalerweise in der Schule, wer dazwischen quatscht, kommt nicht als Erster. Aber diesmal ja. Eine Frage. Bitte. Es formieren sich zurzeit in Deutschland, das gibt es schon seit einer ganzen Weile, Bürgerwehren. Das kommt ja nicht von ungefähr. Worin sehen Sie die Ursachen? Letztens habe ich gelesen, Bayreuth, Ingolstadt, München, Memmingen. Da muss es doch Ursachen dafür geben, dass sich Bürger wehren können, beziehungsweise dass es Aktivitäten dahingehend gibt. Danke. Ja, das macht uns natürlich Sorgen, weil wir der Auffassung sind, alle, wenn ich jetzt wir sage, spreche ich jetzt für alle Innenminister von Bund und Ländern, weil wir der Auffassung sind, dass das Gewaltmonopol bei dem Staat liegen sollte und nicht bei selbsternannten Bürgerwehren. Ich rede jetzt nicht über Wachschutz oder Ähnliches, was jetzt Sachsen macht, also wenn man das organisiert. Und wir haben natürlich eine faktische Art von Sicherheitsorganisation, nenne ich das mal, bei den Sicherheitsunternehmen. Ja, wir haben bei Flughäfen arbeiten private Sicherheitsunternehmen unter Aufsicht der Bundespolizei. Wir haben eine Erstaufnahmeeinrichtung von Flüchtlingen, haben wir private Sicherheitsunternehmen, die dort arbeiten, überwiegend gut, aber wir sehen jetzt auch ein paar Mal wie in Köln und so, dass es Probleme gibt. Wir haben große Unternehmen, die einen eigenen Sicherheitsbereich haben und das ist auch alles richtig so, das könnte der Staat gar nicht alles bezahlen. Und es wäre auch nicht richtig, dass man jetzt sagt, weil Volkswagen vielleicht eingebrochen werden könnte in Wolfsburg, stellen wir jetzt vor jedem Zaun in Wolfsburg einen Polizisten. Also da gibt es, wir haben schon Elemente von sozusagen privat organisierter Sicherheit. Da muss ich aber ein Sicherheitsunternehmen haben, da muss ich eine Zuverlässigkeitsprüfung haben, da werden die Mitarbeiter überprüft und so weiter und so weiter. Also ich wehre mich jetzt nicht ganz grundsätzlich dagegen, dass auch bestimmte Sicherheitsstrukturen privat organisiert werden. Aber die Sicherheit auf öffentlichen Plätzen und Orten, die sollte man nicht Bürgerwehren überlassen. Nun war Ihre Frage ja nicht die, sondern Ihre Frage, wo kommt das her? Und das kommt natürlich her aus einem Gefühl der Unsicherheit. Ja? Und wo kommt jetzt das Gefühl der Unsicherheit her? Und da muss ich Ihnen sagen, es gibt erstmal objektive Faktoren, dass die Kriminalität in bestimmten Gebieten gestiegen ist. Ich habe jetzt heute noch nicht gesprochen bisher über Einbruchskriminalität. Wir haben eine steigende Einbruchskriminalität, insbesondere durch international agierende Banken. Das hat mit Flüchtlingen zunächst gar nichts zu tun, das war schon eine Entwicklung seit 2012, 2013, wo das zugenommen hat. Wir haben anderswo aber auch Rückgänge von Kriminalität. Wir haben zum Beispiel, wenn ich jetzt mal das letzte halbe Jahr oder Jahr vielleicht wegnehme wegen der Flüchtlinge, wir haben eine insgesamt, hören Sie gut zu, sinkende Gewaltkriminalität. Das weiß keiner so richtig, aber es ist so. Einbruch steigt, Gewaltkriminalität sinkt. Die Bevölkerung würde sagen, wir wissen, dass Einbruch steigt, das besorgt uns, aber Gewaltkriminalität steigt automatisch. So, das heißt, was will ich damit sagen? Es gibt einen Unterschied zwischen gefühlter Sicherheit und objektiver Sicherheit. Ich sage Ihnen auch ein Beispiel. Eine ältere Dame mit 70 sagt, ich traue mich nicht mehr abends, wahrscheinlich noch nicht mal in Radebeul vom Theater mit der Straßenbahn nach Radebeul zu fahren. Ich rede jetzt nicht über irgendwelche Gebiete in Berlin. Aber wenn Sie die objektive Kriminalitätsstatistik sehen, ist eine 70-jährige Dame statistisch am unwahrscheinlichsten, dass sie Opfer eines Überfalls in der Straßenbahn wird. Das sind junge Leute, junge Frauen, andere. Das heißt,
Menschen haben ein unterschiedliches Angst- und Sorgenempfinden. Und je älter man wird, umso größer werden die Sorgen. Leider ist das so. Und je jünger man ist, umso sorgloser ist man. Deswegen sagen Omas ja ihren Enkel, pass bitte auf, wenn du Fahrrad fährst. Und deswegen machen wir Versicherungen, ist die Versicherung bei jungen Leuten teurer als bei alten Leuten. So. Und diese Kluft zwischen objektiver und subjektiver Sicherheit wird man nie ganz lösen können. Aber in unsicheren Zeiten, in denen wir sind, muss man nicht drum herum reden, steigt sozusagen das subjektive Unsicherheitsgefühl stärker, als es eigentlich müsste nach der objektiven Lage. Und das erklärt, warum sich solche Bürgerwehren geben. Gut, der Herr mit der roten Jacke und Sie dann. Wollen Sie noch? Ich bin Unternehmer hier aus Radebeul und habe an Sie folgende Frage. Ich habe vor zwei Tagen in der Sächsischen Zeitung eine Statistik gelesen über die Kriminalität, wohl hier im ganzen Kreis. Und daraus entnehme ich, dass zum Beispiel von 1800 Zuwanderungen aus Tunesien 1100 tatverdächtig sind, die also irgendeine Kriminalität begangen haben. Das sind mehr als zwei Drittel aller, die hierher kommen. Und noch zwei Beispiele aus der Tabelle. Bei den Marokkanern sind es eben von ca. 1330, also 30%, ebenso wie von den Georgiern, die also hier bei uns Schutz suchen wollen und dann hier straffällig werden. Meine Frage lautet, warum kann man diese Leute nicht in einem verkürzten Verfahren sofort abschieben? Denn ich finde, die haben es gar nicht verdient, dass die noch irgendwie Rechtsmittel in Anspruch nehmen können und im Endeffekt noch hier bleiben zu können. Volle Zustimmung, das machen wir jetzt auch. Bei den Georgiern ist es ein Sonderfall. Ich sage Ihnen gleich, wie wir das machen. Bei den Georgiern ist es ein Sonderfall. Bei den Georgiern, die Sie meinen, die Straffälligen, die sind anders als die Marokkaner sozusagen nicht Asylbewerber, die unberechtigt Asylantrag stellen, sondern nicht unerheblicher Teil, und das macht die Sache noch schlimmer, ist organisierte Kriminalität, die sozusagen unter dem Gewand des Asyls hierher kommt, um organisiert Einbrüche zu machen. Das ist eigentlich sozusagen extrem, extremer noch als bei den Tunesern, Marokkanern. Ich muss noch einmal eben sagen, weil das zum Sachverhalt gehört, wie Asylbewerber in Deutschland verteilt werden. Weil das mit dieser Frage zusammenhängt. Dann komme ich auf die Lösung. Es ist so, dass von den ersten 10 Herkunftsländern werden die Antragsteller nach dem Königsteiner Schlüssel, also nach Einwohnern, auf alle verteilt. Also Sachsen hat prozentual nicht mehr oder weniger Syrer als Schleswig-Holstein oder Bayern. Und bei den kleineren Staaten, die sozusagen hinter Platz 10 sind, gab es schon vor Jahren Absprachen, das hat auch, ist sinnvoll wegen Dolmetscher und sonst was, Verfahrenserleichterung, dass man sagt, okay, die Sachsen nehmen die Tunesier, die Nordrhein-Westfalen nehmen die Marokkaner, die Baden-Württemberger nehmen den. Das ist der Grund, warum jetzt in Sachsen so viele Tunesier sind. Inzwischen habe ich mit Herrn Tillich und Herrn Kretschmann dafür gesorgt, dass die Hälfte der Tunesier, die noch kommen, jetzt nach Baden-Württemberg kommen. Ist doch nicht schlecht, oder? Und die Nordrhein-Westfalen haben jetzt gesagt, wir sind jetzt überfordert mit Marokkanern, müssen wir irgendwie anders verteilen. So, deswegen, wenn wir jetzt über Tunesier reden, dann ist das in Schleswig-Holstein überhaupt kein Problem, weil die keinen haben. Dafür haben die jetzt andere. Also das sind die drei Hauptgruppen, Marokko, Tunesien, Algerien. Deswegen ist exakt das, was Sie sagen, vorgesehen, nämlich wie folgt. In dem Asylpaket 2, nochmal, was wir heute eingebaut haben und nächste Woche verabschiedet wird, mit Hilfe Bundesrat, ist Folgendes vorgesehen. Wer aus einem sicheren Herkunftsland kommt, wird gar nicht erst verteilt, also auch nicht nach Sachsen, sondern kommt in diese bestimmten Aufnahmeeinrichtungen. Dort wird das Verfahren innerhalb von einer Woche durchgeführt, eine weitere Woche Gerichtsverfahren und dann Abschied. Jetzt muss man nur noch hinbekommen, dass sich Herkunftsländer sind. Das haben wir hinbekommen, wie Sie gemerkt haben, bei den Balkanstaaten.
Und wir haben in der Regierung ein Gesetz verabschiedet mit der SPD, dass auch Marokko, Tunesien und Algerien ab sofort sichere Herkunftsländer werden, damit exakt das passieren kann, was sie wollen. Das geht nur leider nicht ganz so schnell, weil für dieses Gesetz brauchen wir die Zustimmung der Grünen im Bundesrat. Und die tun sich noch schwer und wollen es nicht vor der Landtagswahl haben. Wir versuchen das noch zu lösen, aber dann kommt es eben im Mai oder so. Ich hätte es gerne im März. Aber das Instrument, was Sie erbitten oder erfordern, ist exakt vorgesehen. Alle aus den sicheren Herkunftsländern und übrigens die sich dem Verfahren verweigern, schon beim Herkommen ihre Pässe wegschmeißen und täuschen und so, kommen alle in besondere Aufnahmeeinrichtungen und kriegen ein Schnellverfahren und werden von da abgeschoben. Sie mit dem blauen Pullover bitte. Entschuldigung, wenn ich die Namen nicht weiß. Und dann war der Herr da hinten. Ich teile nicht zu, wenn Sie an den Chef. Ja. Wenn ich was falsch machen will. Mein Name ist Nikolaus, ich komme aus Kossig und ich möchte Ihnen erlauben. Mein Name ist Nikolaus und ich komme aus Kossig. Ich möchte die Gelegenheit auch gleich nutzen. Sie sind Innenminister. Und ich frage mich, ob Sie wirklich immer ruhig schlafen können. Wenn über die Grenze so viele Flüchtlinge kommen, die hier gar nicht registriert werden, die irgendwo versickern. Wenn bekannt wird, dass aus den Asylheimen, gerade in der Nachbarschaft in Niederau, am nächsten Tag 100 Leute fehlen, wo keiner weiß, wo die sind. Und das ist in vielen Asylheimen so. Und dann sind das nicht bloß 500, sondern, was weiß ich, 10.000, 20.000, 100.000. Oder macht Sie das nicht unruhig, wenn ein anderer hochrangiger Politiker sagt, wir können unsere Grenzen in Deutschland überhaupt nicht sichern, weder militärisch noch personell noch materiell? Da würde ich doch als Innenminister hoch und runter springen. Ich verstehe das nicht. Also über meine Fähigkeit zu schlafen verweigere ich mal die Auskunft. Da bitte ich um Verständnis. War ja auch nicht so gemeint, dass Sie es genau wissen wollten. Aber ich kann Ihnen nur sagen, und das will ich mit allem Ernst sagen, es ist nicht so, dass Sie Sorgen haben und ich nicht. Es ist nicht so, dass ich in Berlin oder die Kanzlerin in einem Elfenbeinturm sitzt und wir nichts mitkriegen. Und die Sorgen, die Sie haben, sind auch meine Sorgen. Und das mögen Sie vielleicht nicht glauben, aber ich will es Ihnen angucken, Ihnen in die Augen und will Ihnen das einmal sagen. Und das hat auch Einfluss auf mein ganzes Leben. So, jetzt zur Sache. Erstmal will ich mal sagen, das hören Sie bitte zu, bevor Sie sich jetzt ärgern, ja, ich versuche es ja manchmal Sachen zu entwickeln. Auch vor dem Asylthema hatten wir Hunderttausende, ja Millionen, die jedes Jahr nach Deutschland kommen und wir wussten das nicht. Das ist nämlich das Ergebnis von Schengen. Wir wissen nicht, wie viele spanische Touristen hier nach Dresden kommen und sich die Frauenkirche angucken und wieder wegfliegen. Wir wissen das nicht. Und Sie haben bisher, wenn Sie nach Mallorca geflogen sind, Urlaub gemacht haben, auch sich, das wusste der spanische Staat nicht. Das heißt, ich will nur einmal sagen, das Argument, ein Staat muss doch wissen, wer in sein Land kommt, was jetzt Land auf Land ab gesagt wird, haben wir seit der Aufhebung der Schengen-Grenzen nicht. Aber wir verlieren doch unsere Ausweise nicht unterwegs, wenn wir Urlaub machen. Langsam. Unsinn. Leider verlieren viele doch ihren Ausweis und dann kriegen sie ein Problem am Generalkonsul. Ich will nur sagen, ich wollte nur das Argument mal nehmen. Trotzdem ist jetzt, das ist kein Argument, dass hier jemand unregistriert als Asylbewerber kommt. Ich wollte nur das grundsätzliche Argument einmal sagen. So, und was ist jetzt da geschehen, nachdem eben in Größenordnung dort Menschen gekommen sind? Ja, ich habe am 13. September Grenzkontrollen an der österreichischen Grenze verfügt, 13. September. Und wir hatten das Ziel, dort alle zu registrieren. Und dann, nicht nur wegen der Größe der Zahl, das war auch ein Problem. Aber dann kamen die Bayern. Haben gesagt, da bildet sich ein solcher Stau. Das können wir doch kleinen Grenzorten überhaupt nicht zumuten. Deswegen seht zu, dass ihr die in Züge bringt und weiterverteilt, damit die Last auf Deutschland irgendwie besser verteilt ist. Da haben gesagt, okay, einverstanden.
Das ist der Grund, nicht irgendwie Unfähigkeit von irgendwem, sondern das ist der Grund, um die Verteilung und die besser hinzukriegen und die Grenzgebiete in Bayern nicht total zu überfordern. Warum in einem nicht unerheblichen Teil und mit den gleichen Sorgen, die wir beide haben, unregistrierte Flüchtlinge jetzt hier in Deutschland sind. Nun ist es allerdings so, dass wir inzwischen seit Oktober, hören Sie gut zu, 300.000 Nachregistrierungen vorgenommen haben. Erstens. Und es geht laufend weiter mit mobilen Teams des BAMF. Zweitens, seit Dezember werden alle, die über die österreichisch-deutsche Grenze kommen, registriert. Alle. Jedenfalls nach den Fahndungslisten, also die polizeilich registriert. Und wir haben wiederum ein Gesetz gemacht, das sogenannte, das klingt jetzt ein bisschen bürokratisch, Datenaustauschverbesserungsgesetz, wo wir Folgendes geregelt haben. Bisher war es nämlich so, dass die Registrierung der Polizei für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wertlos war. Und umgekehrt. Und auch für die Ausländerbehörden. Weil wir gesagt haben, weil nicht wir, sondern weil damals gesagt worden ist, das ist ein Verstoß gegen das Datenschutz. Jede Behörde muss irgendwie für sich arbeiten. Es kann doch nicht sein, dass das BAMF erfährt, was die Polizei weiß, die Polizei, was das BAMF erfährt und so weiter. Irre. Heute werden wir kritisiert, warum wir das nicht hatten. Wenn wir das vor 3 Jahren gefordert hätten, hätte ein Teil dieses Saals und andere gesagt, wir wollen das nicht. Das ist ein Verstoß gegen den Datenschutz. Das haben wir jetzt gemacht, mit folgender Folge. Das Gesetz ist in Kraft. Das ist ein sehr kompliziertes IT-Einführungssystem, das jetzt jeder, der registriert wird, nach dem Prinzip einer für alle, ob die Polizei registriert oder das BAMF registriert oder der Landkreis registriert, das wird alles auf einem Kerndatensystem niedergelegt. Auf einem. Da ist Name drin, da ist Alter drin, Familienstand, Herkunftsland, jedenfalls wo es vorgetragen ist, Religion ist da drin, Ausbildungsstand, jedenfalls so wie es vorgetragen wird. Und auf diese Daten kann dann die jeweilige Behörde im Rahmen ihrer Zuständigkeit zugreifen. Das Jugendamt, die BA, die Polizei, das BAMF. Das wird einmal gemacht. Das ist deswegen kompliziert, weil Sie nicht glauben können, ich weiß nicht, ob einer mal in einem Betrieb arbeitet und mal ein IT-System eingeführt hat. Weil natürlich der Landkreis Meißen ein vollständiges anderes IT-System hat als der Landkreis Bayreuth. Und der Freistaat Bayern ein anderes IT-System hat als das Land Schleswig-Holstein. Und der Bund ein anderes IT-System hat als das Land Niedersachsen. Und dann mussten wir innerhalb von Wochen diese IT-Systeme durch Schnittstellen so zusammenbringen, dass wir das hinkriegen. Und das kriegen wir hin. Das ist das schnellste IT-Projekt, was wir jetzt aus der Not heraus so hinkriegen. So dass wir jetzt also Ihre Sorge aufnehmen. Die Registrierung ab jetzt, sozusagen ab Dezember, für alle, die kommen, vollständig haben. Einen großen Teil, die hier sind, nachregistriert haben. Und diese Doppelzählungen, von denen Sie gesprochen haben, auch vermeiden. Warum? Weil wir, tut mir leid, das Asylpaket 2, das ist jetzt der Werbeblock, der ich heute Abend nicht eingeräumt, ich habe es vorgelegt, aber das ist schon ein ziemlich wichtiges Gesetz. Da haben wir in Verbindung mit diesem Datenaustauschverbesserungsgesetz Folgendes geregelt. Jeder Asylbewerber bekommt sein Asylverfahren und die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nur dort, wo er zugewiesen ist, wo er seinen Ausweis hat und vorzeigen kann. Das heißt, was wir jetzt hatten in Niederau, wird die ehemalige Kaufhalle genommen. 800 Plätze. Jetzt sind die Zahlen ja runtergegangen, sind nicht so viele da, aber auch vorher, es waren wegen mal 600 da, am nächsten Tag waren nur 300 da. Sieck. Vielleicht in Dortmund aufgetaucht, vielleicht in Duisburg. Nach dem alten System, aus Datenschutzgründen, konnten die Dortmunder nicht wissen, ob der in Niederau war. In Zukunft, das haben wir alles in ein paar Monaten gemacht, das Gesetz, angesichts der Zahlen ist das eine ziemlich schlimme Leistung. In Zukunft, wenn der jetzt aus Niederau weggeht und in Dortmund erscheint, zeigt er seinen Ausweis in Dortmund. Wenn er den weggeschmissen hat, legt er einen Finger in einen Teil, was Sie kennen vom Einwohnermeldeamt, wo man da, wenn man seinen
Kaufen das so, deinen Finger reinlegt, dann heißt es so, du gehörst gar nicht nach Dortmund, du gehörst nach Niederau. Wenn er sagt, okay, ich möchte aber nicht nach Niederau, dann kriegt er in Dortmund kein Asylverfahren und kein Geld, hält sich illegal auf und wird abgeschoben. Sie haben gerade erklärt jetzt, was Sie jetzt vom Maßnahmen in den letzten Tagen, Wochen und Treffen haben. Und hört sich erstmal gut an, freue mich drüber. Ich frage mich nur, wieso das jetzt passiert und nicht vor einem oder vielleicht vor zwei Jahren, wo es eigentlich hingehört. Und ich gehe noch weiter. Mit den Kenntnissen, die Sie haben, sollten, müssten, mit Geheimdiensten und Innenministerkonferenzen und weltweiten Verbünden mit anderen Geheimdiensten und so weiter, hätte eigentlich vor 5 oder vor 10 Jahren klar sein können, dass uns sowas bevorsteht. Und da ist mir das ein Rätsel, wieso Sie jetzt erst in die Meinung kommen und nicht schon früher. Gut, okay. Und ja, das war ein Teil. Der zweite Teil ist jetzt, ich könnte das, ich habe die Idee, wie man das Problem lösen könnte. Bei Ihnen speziell, das weiß ich nicht genau, Minister und Personenschutz ist es anders, aber Sie oder was weiß ich mehr, was machen Sie da als erstes, wenn Sie früher aus dem Haus rausgehen? Auf Arbeit oder in die Kaufhalle oder in Urlaub? Sie sperren Ihre Bude zu. Wenn Sie abends nach Hause kommen, machen Sie die wieder auf. Und was machen wir in Deutschland und was machen wir in ganz Europa? Wir lassen alle Türen auf, nicht nur, wir lassen sie nicht nur zugeschlossen, wir machen sie auf, wir machen die Fenster auf, wir hängen die Fensterflügel und die Türflügel hängen wir aus, dass jeder rein und aus kann, zu jeder Tage und Nacht sein kann. Und das gehört aus meiner Sicht verändert. Wir haben den Versuch unternommen mit dem Schengen. Schengen ist grandios gescheitert. Das gehört umgekehrt gemacht, also gehört zurückgenommen. Ich bin beruflich relativ häufig unterwegs, kreuz und quer in Europa. Ich ziehe gerne 20 und 30 Mal im Jahr einen Ausweis an der Grenze hervor. Dafür bin ich die anderen 300 Tage im Jahr ruhig aufgehoben. Gekürzt heißt das Schengen aussetzen. Genau. Er hat das jetzt lange geschützt. In zwei Wochen kann man das Problem auch noch nicht. Ich habe nochmal ein anderes Problem. Jetzt mal ein bisschen Luft machen. Offensichtlich ist es doch so. Könnt ihr Fenster aufmachen? Offensichtlich ist es doch so, dass die meisten Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Oder nach Deutschland wollen. Die kommen aus Griechenland, durchqueren viele Länder. Erste Frage für mich, wieso bleiben die nicht in diesen Ländern und beantragen dort Asyl? Warum nicht? Weil es dort keine sozialen Leistungen, so wie es die in Deutschland gibt, in diesen Ländern nicht gibt. Letztens habe ich gehört, Russland hat 2 Asylanträge bestätigt. Das große Russland, weil es dort nichts gibt. Ich habe mir heute im Internet nochmal angeschaut, was die Flüchtlinge in Deutschland bekommen. Und jetzt sage ich einfach mal in Klammer, unsere Steuergelder. Ja, richtig. Zwei Erwachsene mit 2 Kindern, sag einfach mal eine Summe, zwischen 1100 und 1200 Euro Cash auf die Hand. Weil viele Bundesländer die Sachleistung, die eigentlich als Sachleistung gegeben werden müssten, nicht geben, die machen sich einfach mit ihrem Geld. So ist das. So, wenn man das beschlossen hat. Und da ist jetzt meine Frage, diese sozialen Leistungen, da kommt die Krankenkasse dazu, dann werden sie mit der Taxe chauffiert, dann gibt es vielleicht noch die Fahrschule umsonst, dann kommen sie überall umsonst rein. Die sprechen doch nach Syrien, die sprechen doch in den anderen Ländern, kommt alle her. Und jetzt kommt noch ein Punkt, jetzt machen wir noch ein soziales Wohnungsprogramm. Und die Ministerin hat gesagt, nicht nur für die Flüchtlinge, auch für die Deutschen. Das heißt, die Flüchtlinge zuerst und die Deutschen hinten an. Ich sag das mal so. Das sind solche Dinge, das muss man nicht machen. Zweiten Punkt, ganz kurz. Die Politik müsste eigentlich aufgrund dieser Gesamtsituation das Volk mitnehmen. Und das ist nicht passiert.
komme aus Kosmisch, mein Name ist Schlechte. Ich wollte ein Problem ansprechen, was leider bis jetzt noch nicht gekommen ist, auch nicht in Ihrem Vortrag. In den letzten Jahren haben die Menschen in Deutschland an für sich doch zähneknirschend zur Kenntnis genommen, Geld muss gespart werden. Wir wollen die schwarze Null erreichen. Das haben wir wohl auch erreicht und wir haben sogar einen kleinen Überschuss. Im Bund, ja, in den Ländern auch. Ja. Ja, da können wir auf der einen Seite stolz sein, aber wir wissen auch, wie die Null erreicht worden ist. Sie haben es ja auch schon angedeutet, die Polizei war reduziert worden, sie wird jetzt wieder abgebaut. Die Lehrer sind reduziert worden, müssen wieder aufgebaut werden. Der soziale Wohnungsbau, der gerade angesprochen worden ist, den gab es wohl fast gar nicht mehr. Wenn man sich in Radebeul umguckt, man braucht bloß ein Stück Kindergehen, das letzte Objekt, was kostet die Miete? Ja? Also mir fehlt auch der soziale Wohnungsbau für bestimmte Leute, die einfach nicht das Geld haben und auch nicht die Unterstützung vom Staat in Anspruch nehmen wollen oder nicht können. Ja? Und wo ist jetzt, jetzt kommt meine Frage an für sich, wo ist auf einmal das Geld her? Ja. Müssen das doch... Wo ist auf einmal das Geld her? Die Leute haben Angst. Und das hat auch was mit Sicherheit in Deutschland zu tun. Die Leute haben Angst, dass sie selber zahlen müssen, dass die Krankenkasse sich erhöht im Beitrag. Und was weiß ich was. Wo? Ich habe heute was von 55 Milliarden gehört im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, die jetzt gebraucht werden. Wollen wir uns verschulden auf einmal? Okay, wir wollten die Null und uns nicht verschulden. Ich könnte noch viel mehr sagen. Zur ersten Frage von dem Mann um die Ecke an der Säule. Er kann aber gerne da sitzen bleiben. Also, können Sie mich hören? Nickt er? Ah, da sitzt er. Also warum haben wir das nicht vor 2 Jahren gemacht? Hätte man nicht mit klugen Geheimdiensten und allem irgendwie das vorhersehen können? Tja, ich glaube das nicht. Sag ich mal, als ich die Prognose im August letzten Jahres erhöht habe auf 800.000, erinnern Sie sich? Da war gerade die erste Hälfte des Jahres vorbei. Da waren 40% aller Asylbewerber aus den Westbalkanländern. 40%. Auch dieser Anstieg, den hat niemand vorhergesehen, haben wir ganz gut in den Griff gekriegt. Es sind zwar noch viele da, die das Land wieder verlassen müssen, aber neue kommen kaum noch. Also den haben schon einige vorhergesehen, den Anstieg. Aus Kosovo, Serbien und Anfang Albanien. Anfang des Jahres hat die AfD im Dresdner Landtag eindeutig davor gewarnt. Pegida sogar noch wohl an eher. Da hat man sie ausgelacht. Also, ich kann nur sagen, die Zahlen waren... Das ist Lüge, was Sie erzählen. Ja. Also seien Sie doch mit dem Begriff Lüge immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe hab die Prognose bekommen, ich habe mit den Botschaften im Kontakt, mit meinen Ländern im Kontakt. Die waren ja selber völlig verzweifelt über den Anstieg der Zahlen. Da hätte man auch mal hören sollen. Ja. Also... Wir bezahlen Sie! Das ist ja mal langsam, ich bin jetzt gerade dabei. Sie machen Ihre Arbeit schlecht und viel zu langsam. Wir sind dabei nüchtern und sagen, dass wir hier, ich bitte, dass Sie sich daran halten, auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte. Bitte, in also, dem Ton, jedenfalls, sachlich und ruhig. Jedenfalls, außer der AfD, die vielleicht alles besser wusste, hat niemand sonst den Anstieg aus den Westbalkanländern in diesem Maße vorhergesehen. Zweiter Punkt. Die Flüchtlingskrise, der Punkt, den Sie ja jetzt ansprechen. Schengen. Klar, aber ich komme jetzt. Er hat 3 Fragen gestellt, ich beantworte jetzt zu euren Namen. Waren Sie mal ganz ruhig. Die Hauptroute, die uns natürlich Sorgen gemacht hat, im letzten Jahr, wenn Sie sich erinnern, und im vorletzten Jahr, war die Route Lübeck-Italien. Die ist jetzt ungefähr gleich geblieben. Über die Route Türkei-Griechenland kamen im ganzen Jahr 2014 ein paar Tausend.
Und die Zahlen vom letzten Jahr kennen Sie. Auch die Entwicklung des Bürgerkrieges in Syrien, den militärischen Erfolg des sogenannten Islamischen Staates, hat in dieser Dimension niemand vorhergesehen. Was wir vorhergesehen haben, ist ein massiver Anstieg der Asylbewerberzahlen. Ich kann Ihnen das sagen, wir hatten 125.000, glaube ich, im Jahre 14, wenn ich das richtig sehe. Ich habe am Anfang 15 auf 450.000 prognostiziert, das ist schon überraschend, mit einer Verdreifachung. Und dann im August auf 800.000. So, also ich jedenfalls, will es mal für mich sagen, bin nicht mit von Informationen überschüttet worden vor 5 Jahren, dass wir 1 Million Flüchtlinge in Deutschland im Jahr 2015 haben. Diese Vorhersehbarkeit, die gab es nicht. So, dann... Die Frage finde ich eigentlich noch schwieriger und berechtigter. Warum reagiert Politik eigentlich immer erst zu spät? Ja? Und das treibt mich wirklich um, je älter ich auch werde. Und ich habe nur die Erklärung, wie wir alle selbst jung waren. Als Sie mal eine Arbeit schreiben mussten, dann 4 Wochen Zeit. Haben Sie da 4 Wochen durchgearbeitet oder haben Sie in den letzten 3 Tagen vor der Abgabe geknüppelt wie Sau und haben damit es fertig wird? Das heißt, irgendwie hat der Mensch eine Eigenschaft, dass er vieles erst lernt unter Druck, in der Not. Und vorbeugend ist ziemlich schwierig. Das darf nicht passieren. Nein, ich sage mal, eine politische Mehrheit zu organisieren für das Datenaustauschverbesserungsgesetz, wie ich es Ihnen geschildert habe, vor 2 Jahren, wäre aussichtslos gewesen. Weil alle gesagt hätten, diesen schlimmen Verstoß des Datenschutzes, ja, die können wir nicht akzeptieren. Und diesen Durchgriff von Bund auf Länder und zwischen den Ländern, das ist so. Und wir müssen sehen, vielleicht lernen wir jetzt mal was, dass wir nicht immer nur erst reagieren, wenn die Probleme groß sind, sondern mal ein bisschen vorher. Sachsen hat das mit der Finanzpolitik nicht schlecht gemacht. Gegen Druck. Andere haben das anders gemacht. Also das ist ein Problem demokratischer Politik, dass man bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel Sparmaßnahmen, wo alle glauben, es ist nicht nötig, dass man Mehrheiten am besten organisiert, wenn alle einsehen, dass es nötig ist. Und nicht vorher. Das ist leider so. Und jetzt zur Frage, wieso kommen die nach Deutschland? Was ist da los? Ja, die sozialen Leistungen. Das hat natürlich mit unseren hohen Sozialsystemen zu tun. Ja, genau. Keine Frage. Das hat auch mit anderen Dingen zu tun und die will ich nicht ändern. Wenn mir Flüchtlinge sagen, der deutsche Polizist ist der einzige in meinem ganzen Leben, der mir höflich und anständig gegenübergetreten ist, der mich nicht beschimpft hat und mich nicht getreten hat, bin ich darauf stolz und habe nicht die Absicht, das zu ändern. Nur damit es mal klar ist. Aber das hat natürlich auch eine Art Sogeffekt. Klar, nur den wollen wir nicht ändern. Das ist uns klar. So. Aber bei der Höhe der Asylsysteme bin ich sofort dafür. Und ich bin dafür, dass wir in Europa ein einheitliches Asylsystem, auch was die Höhen angehen bekommen, das heißt Absenkung unseres Niveaus. Das ist ein bisschen schwierig, weil die in Estland und Rumänien nicht sich auf unser Niveau nicht mal auf die Hälfte einigen wollen. Aber da gibt es Lösungen, dass man sagt, wir machen einen Korridor und dann gibt es einen Kaufkraftausgleich nach unten und oben, das kriegt man glaube ich. Das setzt aber voraus, dass wir in dieser Frage mehr Europa haben und nicht weniger Europa, weil ja alle im Moment so europakritisch sind. Aber richtig ist, um einen Teil dieses Sogeffekts wegzunehmen, Absenkung auf ein gemeinsames europäisches Niveau ist jedenfalls ein Teil der Effekte weg. Geld und Sachleistung, in der Tat, wir haben im Asylpaket 1 beschlossen, es soll, soweit es, so heißt es wörtlich, soweit es verwaltungsmäßig vertretbar ist, soll Sachleistung gegeben werden und nicht Geldleistung. Es ist Sache der Länder, das umzusetzen. Ich habe kein Weisungsrecht gegenüber den Ländern. Und natürlich ist das mühsamer, aber nehmen wir das Thema Schwarzfahren, was in Sachsen ja ein großes Thema ist. Es ist nicht in Ordnung, wenn Asylbewerber schwarz fahren. Und es könnte aber eine Erleichterung sein, Sie kriegen ein Monatsticket und der Preis für das Monatsticket wird von den Asylbewerberleistungen abgezogen. Das ist eine Sachleistung. Das ist natürlich eine, besser als Geld, was sie vielleicht den Schleppern geben und trotzdem schwarz fahren. Aber trotzdem noch eine frische Frage dazu. Wenn heute ein einzelner Erwachsener 126 Euro bekommt,
Wieso kann Deutschland nicht sagen, die bekommt ja nicht mehr das Tagesgeld, sondern der bekommt nur 50 Euro? Ich mache jetzt mal eine Zahl. Das Wo ist denn das Problem? Das muss doch europäisch nicht sein. Das Problem ist die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass eine Absenkung gegen die Menschenwürde verstößt, weil Hartz IV an der Menschenwürde orientiert ist. So. Das ist ein gewaltiges rechtliches Problem. Doch. Und deswegen haben wir wahrscheinlich nur eine Chance, diese Rechtsprechung zu verändern, wenn wir über Europa sagen, wir senken das ab. Das ist jedenfalls die richtige Ansicht. Jetzt zu der Frage, damit wir noch zu ein, zwei Fragen kommen. Zu der Frage, die Politik hat das Volk nicht mitgenommen, haben Sie ja auch gesagt. Warum bin ich eigentlich hier? Das meine ich nicht. Ich will nur mal sagen, ich habe relativ viel zu tun und nehme ganz viel Zeit mir, nicht hier übrigens nur in meinem Wahlkreis, sondern anderswo solche Veranstaltungen zu machen. Ich kann nicht alle erreichen. Merkel hätte aber im vierten Quartal auch mal an das Volk sprechen können, nicht bloß Silvester eine Sendung zu machen, sondern warum passt mal auf, Leute. Das ist gar nicht so leicht. Das ist das Problem. Ja. Und das meine ich, das Volk mit dem. Sonst würden sich solche Strömungen, wie wir sie jetzt haben, nicht entwickeln. Okay. Also jedenfalls, ich glaube, dass das ganz viele Erfahrung. Politiker sich sehr viel kritischen Bürgerdiskussionen stellen und ich nehme das für mich auch. So, mein Name ist Martin Hinze, ich komme aus Radebeul. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich habe zwei kurze Fragen und eine Bitte. Die erste Frage lautet, Sie hatten vorhin gesagt, es gibt Grenzkontrollen. Und Sie haben gesagt, wir haben ein großes Problem mit Flüchtlingen, die ihre Ausweise wegwerfen. Das widerspricht sich meiner Meinung nach, wenn Sie den Flüchtling an der Grenze kontrollieren, der keinen Pass hat, warum lassen Sie den dann rein? Das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage lautet, Sie sind Jurist, mich würde interessieren, wie Ihre rechtliche Einschätzung zu der angedrohten Klage der bayerischen Staatsregierung gegen die Bundesregierung aussieht. Und meine Bitte ist, ich habe vier kleine Kinder und ich möchte, dass Sie noch mehr Ihrer Zeit und Ihres Willens investieren, um für die Sicherheit und die Zukunft meiner Kinder zu sorgen. Vielen Dank. Ich zitiere jetzt mal aus dem Handelsblatt und würde Sie bitten, dass Sie doch mal was dazu sagen, wie Sie das gemeint haben. Und zwar haben Sie gesagt, falls einige Länder versuchen sollten, das gemeinsame Problem einseitig und zusätzlich auf den Rücken Deutschlands zu verlagern, so wäre das inakzeptabel und würde von uns auf Dauer nicht ohne Folgen hingenommen. Und die zweite Frage ist eigentlich, die große Europäische Union schafft es nicht, die Außengrenzen zu sichern. Und wir denken jetzt, die Türkei schafft das? Fragezeichen. Danke. In der Demokratie hätte doch nicht das Volk gefragt werden. Wollt ihr mit diesen Leuten leben? Hier. Und ich bin in DDR-Kind, wie viele andere. Wir konnten abends aus dem Hause gehen. Wir sind ohne Angst, sind wir rausgegangen. Die Frauen sind rausgegangen. Heute gehen die Frauen nicht mehr aus dem Hause, weil sie Angst haben um ihre Kinder. Die werden in die Schule gefahren. Wir haben Angst. Und wenn sie in einem Jahr wiederkommen, es hat sich nichts geändert. Es wird schlimmer werden. Gucken Sie mal abends die Fernsehsendung an. Da tun sie prognostizieren, das wird schlimm werden für uns in Deutschland. Okay. Also. Achso, noch eine Frage. Die jungen Kerle, die da alle hier sind, das sind doch keine Kriegsflüchtlinge. Die sind alle gesunde Leute, die sind ausgestattet. Und die richtigen Kriegsflüchtlinge, wenn Sie die Filme sehen, wie sie mal waren, kennen Sie bestimmt, wie die angekommen sind. Gucken Sie sich mal die jungen Kerle an, die selbst ihre Heimat aufbauen. Und die und die lassen sich hier bedienen. Und das Volk steht, Herr Minister, das Volk steht nie hinter Ihnen. Das muss geändert werden. Und ich habe, als Sie geredet haben, über die Antwort nachgedacht. Sie haben gesagt, ich soll bitte noch mehr Zeit investieren für Ihre Sicherheit und die Ihrer Kinder zusammen. Jetzt sage ich Ihnen mal, ich habe nicht noch mehr Zeit. Viel mehr als ich und andere, viele, viele kann man nicht haben. Ich kann Ihnen nicht mehr Zeit versprechen. Das muss ich einfach mal so sagen.
Und ganz viel dieser Zeit geht es um Flüchtlinge, Terror und vieles von dem, was ich hier angesprochen habe. Und zwar lösungsorientiert, nicht beschreibend. Und was ich Ihnen sagen kann, ich gebe mir Mühe, das so intensiv wie möglich weiterzumachen. Und das Sicherheitsthema, Stichwort Familiennachzug, Syrien, alles, was Sie da von den Debatten von mir kennen im November, wieder Einzelfallprüfung, keine schriftlichen Verfahren, alles aus diesem Sicherheitsthema, auch nach dem Terroranschlag. Aber glauben Sie mal, dass ich und nicht nur ich, mein ganzes Haus und alle, die mit Sicherheit zu tun haben, hart daran arbeiten und keiner nimmt das irgendwie auf die leichte Schulter. Das können Sie Ihren Kindern sagen. Und mehr geht nicht. Muss ich einfach mal sagen. So, jetzt zu dem Thema Kap an der Mur will ich jetzt mal nichts sagen und Geschichtsbewältigung und ob wir ein imperialistisches Land sind und so. Aber zu Afghanistan will ich was sagen. Ja, weil wir einfach nicht genug Zeit haben jetzt für Geschichte. Aber zu Afghanistan will ich was sagen. Wissen Sie, ich kenne dieses Land ziemlich gut. Ich war ungefähr 14 Mal dort. Ich habe Verantwortung als Verteidigungsminister getragen. Ich habe deutsche Soldaten beerdigt. Ich habe bis heute Kontakt mit den Angehörigen dieser deutschen Soldaten. Die meisten aus dem Osten. Jetzt hören Sie mal zu. Ich versuche jetzt gerade mal einen Ton anzuschlagen, der das versucht, auf eine sehr ernste Basis zu stellen. Und jetzt kann man sagen, dass dieser Einsatz keinen Erfolg hatte. Kann man sagen. Der Meinung sind Sie wahrscheinlich. Ich bin nicht dieser Auffassung. Aber selbst wenn dieser Einsatz nach Ihrer Meinung und nach Meinung vieler nicht erfolgreich war, dürfte man ihn erst recht jetzt nicht abbrechen. Da kommen nämlich noch mehr. Wissen Sie, was mir die jungen Afghanen gesagt haben? Ich habe eine Diskussion mit den jungen Afghanen. Die haben gesagt, die einzige Hoffnung, damit wir nicht auch noch gehen, ist, dass ihr da bleibt. Das sage ich nicht. Das heißt, das ist mal das Erste. Wie immer man zu dem Einsatz steht, wenn wir jetzt gehen, kommen noch viele mehr. Zweitens, ich habe ja gerade gesagt, dass ich alles getan habe, mit viel Kritik in der Öffentlichkeit, ich wollte Menschen in unsichere Gebiete zurückschicken, dass ich der Meinung bin, dass wir dem afghanischen Volk am besten helfen, jetzt bin ich bei Ihnen, wir sollen Ihr Land aufbauen, am besten helfen, wenn wir verhindern, dass noch mehr kommen und die, die da sind, zurückschicken. Damit, wer kommt denn? Es kommen, Sie sagen, die Usbeken und die Dari, die Tschadschiken kommen auch, das hat übrigens gar nichts damit zu tun, für die Amerikaner, aber es ist etwas ganz anderes. Die Hazare, die es gibt, die gehen nach Australien, weil sie da Verbindungen haben. Und im Norden waren wir. Und im Norden sind die Usbeken stark. Im Norden Afghanistans. Und deswegen kommen sie dahin, weil sie uns am besten kennen. Und nicht mal wegen der Höhe der Sozialhilfe, sondern weil es da Bindungen gibt. Das ist jetzt verständlich, aber uns für auch eine Erleichterung. Denn lieber kann ich einen Usbeken nach Masar-e-Sharif zurückschicken, als einen Pashto nach Kandahar. Das muss ich auch mal sagen. So, deswegen ist es unbedingt richtig, wie immer man zu dem Einsatz steht und in der Vergangenheit, dass wir ihn fortsetzen, damit noch mehr kommen, damit wir die hergekommen sind, zurückbringen. Und das ist auch die Position der afghanischen Regierung. So, jetzt zur Frage, die Folgen des Satzes, den Sie zitiert haben. Ich will den nochmal ganz kurz erläutern. Sie haben gehört, dass es eine Verabredung möglicherweise gibt, deren Umsetzung noch nicht ganz klar ist, dass gesagt wird, es wird jetzt irgendwie zugemacht an der mazedonisch-griechischen Grenze. Es sei denn, man sagt, man will nach Deutschland, da kriegt man ein Registrierungspapier und dann wird man logistisch schnell nach Deutschland transportiert. Oder die Österreicher, die gesagt haben, also wir nehmen 80 am Tag als Asylbewerber, aber 3250 lassen wir durch nach Deutschland. So, und zu diesem Vorhaben, von dem wir noch nicht genau wissen, was daraus wird, habe ich heute im Bundestag bewusst diesen Satz gewählt. Wenn einige Länder glauben, sie könnten einseitig uns noch mehr Lasten auf den Rücken packen, als wir ohnehin schon haben, und sich selbst damit entlasten,
dann werden wir das dauerhaft nicht tun. Wir wissen alle, wo er zu tun hat.